Die Welt ändert sich ständig. Wer auf die Kraft einer Gemeinschaft vertrauen kann, kann dem besser Herr werden. Passend zum Zeichen des 160. Jubiläums, unter dem die Vertreterversammlung der Volksbank Pirna in der Neustadthalle stattfand. Ein Blick in die Vergangenheit der Volksbank auf der einen Seite, Status quo und Zukunftsblick auf der anderen. Auch schwierige Fragen standen im Raum. Hat unser Wirtschaftssystem am Ende doch einen unüberwindbaren Grundwiderspruch entwickelt? Die Handelskriege unter den vermeintlichen Freunden, gezielte Destabilisierung von ganzen Regionen, willkürliche Sanktionen und die Zerwürfnisse in vielen politischen Organisationen von Brüssel bis zur UNO sprechen jedenfalls dafür. Vielleicht ist die kooperative Zusammenarbeit selbstständiger, spezialisierter, nationaler Einheiten mit allen Segnungen der modernen Technik und Entscheidungsfreiheiten die menschlichere Vision. Dem Genossenschaftswesen ist dieser Gedanke jedenfalls nicht fremd, der derzeitigen Politik in Deutschland und der EU vermutlich schon. Gerade Vertrauen sei die wichtigste Währung, nicht zuletzt beim Erfolg des Geschäftsjahres 2017. 200 Kunden mehr, mittlerweile 8.300 Mitglieder. Die Bilanzsumme wuchs um 20 Millionen auf 344 Millionen Euro. Die Dividende aus dem Jahresüberschuss beträgt 3%. Ihr Eigenkapital konnte die Volksbank seit dem Hochwasserjahr 2002, nachdem sie am Wiederaufbau der Region beteiligt war, vervierfachen. Darauf kann man stolz sein, sich auf dem Lorbeer zur Rast betten, kommt für die Volksbank aber nicht in Frage. Wenn man das Umfeld sieht, wenn man sieht, was andere Banken veröffentlichen mit Skandalen, mit schlechten Zahlen, dann können wir mit dem, was wir erreicht haben, mit unserem Geschäftsmodell doch sehr zufrieden sein. Und ich denke, das Wichtigste ist, keine Risiken einzugehen und sagen, das, was wir machen, machen wir solide, ohne große Risiken. Wer keine großen Risiken eingeht, hat die Chance, vielleicht nicht so viel Geld zu verdienen, aber hat auch die Chance, nicht viel einzubüßen. Und man ist im Agieren nah am Menschen. Wir sind viele, wir arbeiten für viele und wir koppeln uns ab von den Großen und versuchen im Kleinen hier vor Ort im Geschäftsgebiet, Sächsische Schweiz, Altlandkreis Sebnitz, Osterzgebirge, wo man vielleicht noch was beeinflussen kann, wo man gemeinsam mit Leuten, die auch was tun wollen, was tun. Und das klappt dann meistens. Apropos etwas tun. Claudia Körner, 29, Prokuristin der Körnerrohr und Umwelt GmbH, wurde einstimmig in den Aufsichtsrat gewählt. Erneut bestätigt Klaus Brämig. Vorstand wie Aufsichtsrat wurden für das Geschäftsjahr 2017 einstimmig entlastet. 160 Jahre. Wer davon mehr als 30 mitgestalten konnte, hat den Kurs geprägt. Aufsichtsratsmitglied Hans Reidel wurde feierlich mit goldener Ehrennadel in den Ruhestand verabschiedet. Architekt der wichtigen Fusion von Raiffeisenbank Neustadt und Volksbank Pirna, die bis heute und auch künftig stark ist. Hans Reidel machte der Abschied wehmütig. Schließlich war er mit Freude bei der Arbeit. Sie müssen Interesse haben für das gesamte Finanzgeschehen auf der Welt. Sie müssen aber auch immer den Gedanken in sich tragen, dass es nicht nur Erfolge gibt. Aber man muss auch mit Misserfolgen umgehen können und vor allen Dingen mit solchen Erscheinungen wie zum Beispiel die Niedrigzinslage, warum das so ist. Zum Abschluss des Abends wurde ein wenig auf politische Korrektheit gepfiffen. Bis 67 rackern klingt zwar schlimm, doch sage ich immer, 2 Jahre länger mit der Frau zu Hause wäre viel schlimmer. Das Zwei-Mann-Kabarett Duale Satire Deutschland widmete sich dem politischen Desaster im Land. Dafür hab ich einen Physiotherapeut aus Mosambik, der massiert mich schwarz, das ist bei meiner Rente noch ein Die Zukunft kann kommen. Pirnas Volksbank ist gerüstet im Sinne ihrer Mitglieder und Kunden.